Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der MGT News. Die Themen heute: wird Neymar der teuerste Fußballspieler aller Zeiten, bricht der AC Mailand den Transferrekord und steht der erste Absteiger aus der Bundesliga schon fest? Bevor wir zu den Themen kommen, zunächst einmal natürlich wieder die Erinnerung, schaut auf jeden Fall bei meinem Partner für diese News-Serie vorbei, OneFootball, Link ist in der Videobeschreibung, checkt die auf jeden Fall aus, wunderbare App für alle Live-Scores, natürlich auch für die neuesten Informationen rund um den Fußball, alle Informationen aus der ganzen Welt kriegt ihr direkt auf euer Smartphone, die App ist kostenlos und ihr unterstützt mich damit, also schaut auf jeden Fall mal da vorbei, Link ist in der Videobeschreibung ganz, ganz oben, dazu IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, 4 Points, PSA, mag ich es auch gut haben, auch in der Videobeschreibung, wie meine Social Media, Links, Instagram, Twitter, Facebook, also auf jeden Fall auschecken, genauso Merchandise und ich würde sagen, wir legen los mit dem ersten Thema und das ist gleich mal ziemlich, ziemlich teuer. Und zwar geht es natürlich um Neymar, der Brasilianer vom FC Barcelona, dessen Transfer damals vom FC Santos ja eine Menge Aufsehen erregt hat aufgrund der Ablösesumme und aufgrund der ganzen Sachen, die so im Hintergrund gelaufen sind. Allerdings ist jetzt der nächste Mega-Move ja so kurz davor zu passieren, denn PSG ist bereit, die 222 Millionen hohe Ausstiegsklausel für den Flügelspieler zu bezahlen und damit in die französische Hauptstadt zu locken. Es wäre in meinen Augen nachvollziehbar, weil er der absolute Megastar dann wäre bei Paris, was er momentan bei Barcelona einfach nicht ist. Barcelona hat Messi, Real, hat Ronaldo, United hat Pogba und jetzt Lukaku eventuell, aber Pogba ist der größere Star. Und PSG hätte dann damit jetzt, nachdem Ibra ja ein Jahr bereits weg ist, Neymar. Also dementsprechend sehr, sehr interessant. Dazu gibt es natürlich ein paar Kollegen, die da spielen. Lukas müsste er normalerweise kennen aus der brasilianischen Nationalmannschaft, genauso wie Thiago Silva. Also es riecht danach, als ob das wirklich passieren könnte. Wenn er denn das Ganze möchte, wird spannend. Schreibt mal eure Tendenz in die Kommentare. Ich fände es mega krass, aber es wäre irgendwie interessant. Kommen wir zu Thema Nummer 2 und zwar hat das mit der Zahl 5,5 zu tun, denn die Ablösesumme für Neymar wäre 5,5 mal der Marktwert von Hannover 96 gesamt. Nicht von einem Spieler, sondern der Gesamtmarktwert. 40,6 Millionen ist der Kader momentan wert und dementsprechend ist für viele, die Bundesliga schauen und die Bundesliga verfolgen, der erste Absteiger schon sicher und zwar Hannover 96. In allen möglichen Prognosen werden die als 18. gehandelt. Dazu gibt es noch andere Teams, die teilweise Probleme haben, die immer wieder gelistet werden und immer wieder gesagt wird, die werden eine schwierige Saison haben. Aber wenn man irgendwelche Tabellen sieht, ist immer Hannover auf dem letzten Platz. Und das liegt daran, dass der Marktwert halt so gering ist. Der VfB Stuttgart ist über 16 Millionen, wenn ich mich recht erinnere, weil weiter vorne, der FC Bayern ist komplett utopisch, komplett viel zu weit weg, aber der Aufsteiger Nummer 2 ist halt trotzdem weiter vorne. In meinen Augen, das muss ich natürlich dazu sagen, macht der Gesamtmarktwert nicht so viel aus, weil Marktwerte sowieso mal so ein bisschen relativ sind. Alleine beispielsweise der Transfer von Ron-Robert Zieler hat jetzt sehr viel bei Stuttgart bewegt und der Transfer von Anthony Uja könnte wieder bei 96 einiges gerade rücken. Das ist so ein bisschen die Frage, wie man das Ganze bewerten soll, aber natürlich trotzdem interessant, dass viele Experten auch sagen, Hannover ist Abstiegskandidat Nummer 1. Wie seht ihr das denn? Beziehungsweise schreibt mir doch mal in die Kommentare, wer glaubt ihr, werden die drei Teams dann, die am Ende der Saison weiter unten stehen werden? Meine Meinung werdet ihr später erfahren in den nächsten Videos. Es startet nämlich eine neue Reihe und zwar morgen. Bleiben wir in der Bundesliga, gehen wir zu Bayer Leverkusen und die haben an Gesamtmarktwert auch eine Menge eingebüßt, weil sie viele Spiele abgeben mussten, unter anderem Hakan Çalhanoğlu. Kampel ist, glaube ich, nicht gewechselt bisher, soll aber noch wechseln. Dazu beispielsweise Ömer Toprak ist weggegangen, Leno ist noch in Gesprächen bei allen möglichen Vereinen. Jetzt gerade, wo Pepe Reina mit einem Move zu Manchester City in Verbindung gebracht wird, von Neapel weg, die ja sehr interessiert sowieso schon an Leno waren. Und dementsprechend, ja, ist das auf jeden Fall nicht so einfach nächste Saison für die Leverkusener und ein Star soll noch gehen, beziehungsweise ist immer wieder in Gesprächen und zwar Chicharito, die kleine Erbse Javier Hernández. Momentan in sehr, sehr interessanten Gesprächen mit West Ham United aus England. Wird das Ganze stattfinden, ist die große Frage. Völler sagt, dass sie viele Anfragen bekommen. Es sieht so aus, als ob Chicharito wechseln sollte. Allerdings wäre West Ham irgendwie ein bisschen fragwürdig in meinen Augen, weil die halt auch nicht international spielen. Trotzdem schreibt mal eure Meinung rein. Wo geht Chicharito hin? Oder bleibt am Ende doch bei Leverkusen? Momentan steht es ziemlich auf der Kippe. Ein anderer Transfer, der auf der Kippe steht, ist der von Renato Sanchez. Wir gehen also zum FC Bayern München. Und nachdem die ja dementiert haben, dass Alexis Sanchez jetzt nach dem Transfer von James Rodriguez an die Säbener Straße kommt, ist Renato Sanchez, der in der ersten Saison viel auf der Bank gesessen hat, der nächste Wechselkandidat und zwar zum, Überraschung, Überraschung, AC Mailand. Die Rossoneri sind sehr interessiert am Portugiesen, was auch irgendwo verständlich ist, weil er definitiv ein Spieler ist, der bei Benfica überzeugt hat, bei der EM so ein bisschen überzeugt hat, mich persönlich nicht so komplett, bei Bayern gelernt hat auf jeden Fall und per Leihe auf jeden Fall günstig zu haben wäre für die Verhältnisse von Milan, die zwar schon ein komplett neues Mittelfeld haben, aber hey, warum nicht noch einen krassen Spieler holen?
Die Anfragen sind da, das Interesse ist da, die Frage ist nur, wird es passieren? Ich könnte es mir gut vorstellen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Sanchez zu Milan, damit hätten sie nicht den Rekord geknackt, aber vielleicht ja mit der nächsten Information. Ja, denn sie wollen wieder groß werden, das dürfte bekannt sein. Aubameyang ist jetzt während des Spiels von Milan gegen, Borussia Dortmund beim Supercup für unverkäuflich erklärt worden, beziehungsweise wurde gesagt, er bleibt auf jeden Fall bei Dortmund. Das interne Transferfenster beim BVB ist geschlossen. Allerdings hat Milan ja noch andere Namen auf der Liste, und zwar Morata und Belotti an erster Stelle. Danach kommen bestimmt auch noch weitere Stürmer, nachdem sie ja bereits Spieler geholt haben, wie Ricardo Rodriguez, wie Matteo Musacho, wie Leonardo Bonucci, wie Conti, also eine komplett neue Defensive. Davor dann Bilia, Calhanoglu, beispielsweise André Silva. Sehr, sehr krass eingekauft, aber ein Top-Stürmer soll noch her, und eventuell wird es halt eben Morata oder Belotti oder doch Aubameyang, wenn das Ganze doch nur irgendwie eine Farce war, um ein bisschen von diesem Medienrummel abzulenken. Könntet ihr euch das vorstellen oder eher nicht? 3:2 hat der BVB übrigens gewonnen gegen Milan, die aber auch mit B11 gespielt haben, der BVB mehr oder weniger auch, und das ist natürlich ein Vorbereitungsturnier, aber das sah auf jeden Fall schon wieder so ein bisschen schlechter aus vom Ergebnis her, zumindest für die Rossoneri. Ich bin gespannt, wo die nächste Saison landen werden. Ich glaube schon, dass sie wieder an die Champions League anknüpfen können, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie es denn komplett schaffen und wieder um die Meisterschaft mitspielen können. Auch dazu gerne eure Meinung in den Kommentaren, und vor allem, wer glaubt ihr, wird der Top-Stürmer, den sich der AC Milan sichern wird? Wir bleiben in Mailand, allerdings gehen wir jetzt zu Nerazzurri, und zwar zum Inter Mailand, Und die suchen einen neuen Linksverteidiger und sind anscheinend fündig geworden beim OGC Nizza, dem Verein von Mario Balotelli, der in der letzten Saison viel Aufsehen in Frankreich erregt hat, auch aufgrund seiner unglaublich guten Leistung unter Lucien Favre. Und Dalbert war definitiv nicht unbeteiligt daran, der brasilianische Linksverteidiger, der ein Jahr vorher für 2 Millionen von Braga gekommen ist und jetzt für das 15-fache wohl wechseln wird. Inter ist bereit, 30 Millionen auf den Tisch zu legen, beziehungsweise ist das die Summe, die veranschlagt ist. Auch die Nerazzurri haben Geld, gar keine Frage. Aber für Dalbert so viel auf den Tisch klatschen, ist auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich interessant. Man muss gucken, ob der 23-Jährige wirklich wechselt, ob Nizza den vor allem gehen lassen möchte. Aber bei so einem Angebot kannst du halt einfach nicht Nein sagen. 30 Millionen sind eine Stange Geld für einen Außenverteidiger. Und vor allem können die das Geld super reinvestieren. Wir sind in der letzten Saison sowieso überrascht worden, weil die Spieler alle aus dem Nichts kamen. Dalbert kam aus dem Nichts, beispielsweise ein Seri kam aus dem Nichts, ein Cyprien kam aus dem Nichts, ein Balotelli kam in gewisser Weise auch aus dem Nichts, genauso wie ein Player. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, ob es denn wirklich so passieren wird, ob Inter sich einen neuen Verteidiger kauft und wenn, ob sich denn Dalbert auch in der Serie A durchsetzen kann, so wie er es in der Liga geschafft hat. An sich sehe ich die Serie A sogar fast auf genau dem gleichen Level, von daher bin ich gespannt, aber wir sind noch nicht am Ende der Episode. Denn wir gehen nochmal von einer großen Summe zur anderen großen Summe, und zwar zu Romelu Lukaku, beziehungsweise zu Manchester United, und ich habe da einfach nur eine Frage an euch. Die Information, dass der Transfer stattgefunden hat für 84,5 Millionen, ist ja längst irgendwie durchgesickert, ja, das sollten mittlerweile alle wissen, aber ich habe die Frage an euch. Findet ihr, dass der Transfer für 84 Millionen viel zu hoch bezahlt war? Findet ihr die Summe angemessen oder denkt ihr sogar, es war zu wenig? Ich mache hier mal eine Infokarte, ich glaube, ich gebe sogar 5 Optionen. Und da bin ich mal gespannt, was ihr so denkt und was bei rumkommen wird. United ist aber tatsächlich unser letztes Thema für diese Episode. Und zwar geht es nochmal, im Endeffekt um die Red Devils aufgrund verschiedener Gründe. Es gibt da ein paar Spieler, die abgegeben werden könnten, und es gibt da einen Spieler, den sie haben wollen. Perfekt passt das auch zu Inter Mailand. Ich habe eigentlich die Überleitung verkackt, denn Inter Mailand besitzt, beziehungsweise besitzt die Rechte momentan, vertraglich gesehen, an einem Spieler, der sehr interessant ist für viele Top-Clubs anscheinend momentan. Und zwar Ivan Perisic, dem ehemaligen Wolfsburger und ehemaligen Dortmunder. Denn der Kollege, der ja von Wolfsburg für, glaube ich, 30 Millionen in den Dreh oder war sogar weniger zu Inter gegangen ist, hat sich seitdem extrem verbessert. Ist mittlerweile 30 Millionen wert. 28 Jahre alt, also bestes Fußballeralter. Und United würde den ganz gerne haben für die Premier League. Er würde da auch gut hinpassen von der Physis her, vom Tempo her, von den Schussqualitäten her und so weiter und so fort. Und die Frage ist, wie locken sie ihn dahin? 55 Millionen möchte Inter, glaube ich, für seine Dienste haben. Allerdings könnte man das verrechnen. Und zwar mit Matteo Damian und mit Chris Smalling. Die Frage ist nur, warum Chris Smalling? Weil ich persönlich denke eigentlich, dass der Stabilisator in der Innenverteidigung bei Manchester United war in den letzten Jahren. Damian kann ich verstehen, der ist sowieso abwanderungswillig, aber Smalling? Und ist Perisic diese Summe wert? Oder ist es einfach wieder nur dem geschuldet, dieser Krankheit, dass momentan die Summen sowieso überall im Weltfußball steigen? Ich bin wirklich, wie immer, ihr kennt das mittlerweile, gespannt, was dabei rumkommen wird. Kann mir den Wechsel aber sehr gut vorstellen und denke, der wird die nächsten Tage abgeschlossen werden. Schreibt mir doch trotzdem eure Meinung mal in die Kommentare, weil ich wissen will, ob ihr denkt, dass der so viel wert ist und ob das vor allem für Man United ein guter Tausch wäre, wenn sie Perisic für Smalling und Damian und X, also Summe X, verkaufen bzw. holen und die anderen beiden verkaufen. Ballert es in die Kommentare. Das sind aber nicht die einzigen Spieler, denen sie interessiert sind. Auch Anthony Martial. An dem sind sie auch interessiert. Das wäre cool, finde ich persönlich, weil Martial, denke ich, nicht so viel Spielpraxis bekommen wird nächste Saison bei den Red Devils. Nichtsdestotrotz zu Inter, Serie A, die nicht so krass ist und wo Inter in den letzten Jahren Struggles hat.
alles in die Kommentare. Und dann war es das von dieser Episode. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten und hat es gefallen. Wenn ihr alles, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Meinung zu allen Themen in die Kommentare und wir sehen uns dann morgen wieder. Und zwar mit einer neuen Serie, die aber auch in diesem Format hier ungefähr kommen wird. Ich weiß noch nicht, ob mit Facecam oder nicht, aber das sehen wir dann. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und ich bin gespannt, was die nächsten Tage passiert. Bis dann, macht's gut, haut rein. Schaut bei OneFootball vorbei. Und ciao.